Wir haben Sonntag, den 18., 19., Januar 2020. Mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 2000, irgendwas mit 60 Abonnenten und ich weiß nicht, irgendwas mit ein paar hunderttausend Klicks, ja? In der heutigen Folge geht es um das Spiel Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt, ja? Das ist ja gestern dann passiert. Zuallererst ist das Spiel natürlich exakt so, wie ich es vorausgesagt habe im Video. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt das Video vor diesem Video an, ja. 2:1 für die Eintracht ausgegangen, das war doch klar, ja. Und so, in so ein Ergebnis, ja, das sorgt immer für so ein inneres Gefühl bei mir, ja. Und dieses Gefühl, das sieht dann so aus ungefähr. Wenn ich dem ein hässliches Gesicht geben dürfte, dann wäre das so, ja. Moment. Hast du gesehen? Hast du gesehen, Deutschland? Hast du gesehen? Hast du gesehen? So macht es Eintracht Frankfurt, ja? So macht es Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist zurück, Bitches, ja? Ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen, aber merkt ihr langsam mal die Zusammenhänge, ja? Ich komme, Eintracht gewinnt fast die Champions League, Euro League und DFB-Pokal, alles zusammen, ja? Meisterschaft, ja? Ich mach kurz Pause, Eintracht kann gar nichts, ja? Ich komme wieder, Eintracht Frankfurt gewinnt wieder. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach, Bitches. Ja? So, ist doch klar, dass es der Sieg mindestens zu 90% mein Verdienst war, weil ich die Mannschaft vorbereitet habe vor dem Spiel. Aber das ist okay. Das machen wir doch gerne, weil wir lieben Eintracht Frankfurt. Ja? Habt ihr das gesehen? Verdammte Bitch. Ui. Okay, das wird knapp. Bastard. Okay. So, ja. Ja, also Wahnsinn. Was war das? Ja? Ich musste das Spiel leider in Wiesbaden gucken. Ich war eingeladen in Wiesbaden, ja, hab so undercover. Ich war auf dem Geburtstag, war so mit Laptop, wirklich wie ein Spast, ohne Witz. Ich schwöre auf alles. Ich war auf dem Geburtstag eingeladen und wie ein Spast saß ich in der Ecke als einziger Fußballverrückter mit meinem Laptop und hab einfach Eintracht Frankfurt geguckt. Ist mir scheißegal, ja. Jedenfalls habe ich es dann geguckt und ich habe genossen. Ich habe genossen, was ich gesehen habe, liebe Leute. Es war nämlich phänomenal, ja. Eintracht Frankfurt ist zurück, ja. Ich habe mich auch ein wenig erschreckt, muss ich sagen. Ich habe nämlich gestern das erste Mal, ungelogen, das erste Mal seit, boah, ich glaube seit dem Bayern-Spiel, das erste Mal auf die Tabelle geguckt. Ich schwöre auf alles, ja, dass die, also wenn Eintracht Frankfurt verliert, denn ich habe so eine negative, ekelhafte Stimmung, dass ich nichts mehr von Fußball wissen möchte. Ich lese keine News, ich gucke nichts mehr, kein Videotext, kein Internet, gar nichts, ja. Und ich gucke auch nicht auf die Tabelle, weil das tut mir weh, ja. Und irgendwie kam es in so einen Strudel rein, dass ich einfach 7-8 Wochen nicht mehr auf die Tabelle geguckt habe. Ich wusste nur runter, runter, runter. Dann durch irgendwie habe ich halt erfahren, wir sind 13. und so. Gestern habe ich das erste Mal auf die Tabelle geguckt. Verdammte Scheiße, weil wir haben ja 400 Punkte Abstand auf internationale Plätze, ja. Und nur 4 auf die Nicht-Abstiegsplätze. Ja, aber es macht nichts, liebe Leute. Ich bin zurück und ich werde einfach mal wieder nach oben führen. Ja, Schritt für Schritt werden wir uns nach da oben rankämpfen. Die anderen müssen auch noch gegeneinander spielen, die lassen Punkte. Und dann schnappen wir uns wieder wir kommen wieder auf die Plätze, die uns in Schlagweite zu den Internationalen bringen werden. Da bin ich mir sicher, ja. Eintracht Frankfurt ist ausgeruht, das hat man gesehen, ja. Sie sind wieder mental anwesend, körperlich sowieso und da geht was, ja. So, kommen wir zum Spiel. Ist ja wunderbar. Trapp im Tor. Zu Trapp möchte ich einfach nur sagen, der Kevin, der alte Lurch. Wahnsinn, Wahnsinn, was er da wieder, der ist da und man merkt es, dass er da ist. Und wie er die zwei Dinger da rausgeholt hat, boah, dafür ist er da, ja. Also wie gesagt, ich möchte hier den Renault um Gottes Willen nicht schlechter machen, als er war. Also eigentlich, das war jetzt falsch ausgedrückt, also Renault hat unglaublich gut gehalten, so, ja. Aber was da Kevin da wieder gestern, wunderbar. Am Gegentor konnte der einfach nichts machen. Das war so ein scheiß komischer Sonntagsschuss, wie der irgendwie im Tor gelandet ist. Scheiß drauf, aber ansonsten hat er uns da mit seinen ein, zwei Weltklasse-Paraden wunderbar im Spiel gehalten. So, ja, dann Indika, Hinteregger, Abraham und Touré, gell? Ja. Das war ganz in Ordnung, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wir standen ziemlich stabil, wir haben auch wenig zugelassen, es gab so eine kleine Phase gab es, wo wir hoffen, ein bisschen mehr ins Spiel kommen lassen haben, so nach dem 1-1 war das, ja.
Da war so, okay, ja, aber vollkommen in Ordnung. Eigentlich hat mir das ganz gut gefallen. Ich will jetzt nicht auf jeden Spieler einzeln eingehen, ja. Ich habe erstmal nicht mehr so viel Zeit, ja, und möchte nur hervorheben, was mir unbedingt sehr gut gefallen hat, ja. Rode und So haben unglaublich gut gearbeitet im Mittelfeld, so wie es gewohnt ist, ja. So hat ein relativ gutes Spiel gemacht. Ja, wie gesagt, er braucht noch ein bisschen Zeit, aber die ganze Mannschaft war einfach fitter, das hat man gemerkt, ja. Vorne wurden wir überrascht, natürlich wusste ich es als Einziger, dass Chandler vorne rechts spielen wird. Ich habe im Video davor Da Costa gesagt, um euch alle in die Irre zu führen, weil, liebe Leute, der Gegner guckt sich doch auch meine Videos an. Die wissen doch alle, dass was ich hier sage, wird doch passieren. Die gucken Burner TV und wissen dann genau, denken, okay, wir wissen, was bei Eintracht passiert. Ja, Bullshit, so abgesprochen mit dem Adi, ja. Ich habe gesagt, Da Costa wird spielen, Chandler hat gespielt vorne rechts, ja. Unglaublich gutes Spiel hat er auch gemacht. Gerannt, geflankt, super, wunderbar. Kostic sowieso. Wunderbares Spiel, ja. Gacinovic hat gespielt auf der 10er-Position quasi. Ja. Ja, also wenn das ist, was du brauchst, lieber Miat, dann fahr mal ruhig öfter nach Amerika. Okay, das, ja, okay. Armer Junge, er hat einfach beim Autofahren gekotzt gerade. Er musste sein Vater am Straßenrand stehen bleiben und ihm einen O-Saft geben, weil um ihn herum alles kotze war. Ja. Oh je. Naja. So, ja, Miat, wenn du immer so gut erholt, ja, fit, mental zurückkommst aus dem Amerika-Urlaub, dann fahr ruhig öfter nach Amerika. Denn das hat mir sehr gut gefallen, was du gestern gemacht hast, ja. Natürlich waren auch hin und wieder deine, was man bei dir gewohnt ist, war im Spiel, ja, weil das gehört einfach zu dir dazu, wie Pommes und Ketchup, ja. Aber dennoch hast du einen sehr guten Eindruck gemacht, ja, sehr präsent, Tor vorbereitet, ja. Ui, ich muss jetzt ein wenig schauen, wie ich das hier mache, ja, denn in unmittelbarer Distanz könnte Gefahr lauern, ja. Okay, wir werden das jetzt mal so hier hinlegen, ja. So, ihr seht noch was, ja, holt nicht rum, ja, okay, so. Oh, das wird jetzt ganz düster, egal, wir reden weiter. Scheißegal, was passiert, ja, keine Konsequenzen, ja. So, es wird schon gut, so, ja. Jedenfalls, Miat hat ein super Spiel gemacht, ja. Nicht jede Entscheidung, die er getroffen hat, war richtig, aber dennoch war das ein Gewinn für unsere Mannschaft. Und wenn man bedenkt, dass wir auf der Position keinen Ersatz haben, war das unglaublich gut, ja. So, Dost, tja, also, Dost hat gemacht, wofür man ihn geholt hat, ja. Und mehr, er hat sogar noch mehr gemacht, liebe Leute. Nicht nur, dass er das unglaublich wichtige 1-0 gemacht hat und getroffen hat, Torjägerqualitäten bewiesen hat, wie er da auch an den Ball gekommen ist, super. Nein, er hat auch wirklich krass für die Mannschaft gearbeitet. Ja? Der hat hinten geholfen und Bälle verteilt. Genau so, was wir gebraucht haben, das hat er der Mannschaft gestern gegeben und es war unglaublich wichtig und gut. Ja? Einfach nur geil, ja. So, okay, jetzt wird es sehr interessant. Moment, ich muss mal kurz Pause machen. Ja, einen Moment, ja, Moment. La, 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 la. Okay. Jetzt, vielleicht hört ihr es, ja. Okay, Moment. Tja, ja, hier ist nichts gefaked. Hier ist alles echt, Bitches. Okay, aber das ist das andere, ja, ihr wisst schon. So, okay. Ja, fahr doch, Kollege. Alles gut, alles gut. Okay. Was schlimmer denn hier, Mann? Okay, ja, weiter geht's. Die sind, okay. Ja, also, wunderbares Spiel, ja. Mein Mann des Spiels war Kostic, ja, weil, boah, wie, also, erstmal dieser Schuss an die Latte, da bin ich aufgesprungen, hab geschrien, ja, und die ganze Partygesellschaft, auf der ich war, die sind da, sowieso da gerade zusammengebrochen vor Angst, weil die nicht wussten, was mit mir passiert. Ich habe geschrien, verdammte Scheiße, es war ein wunderbarer Schuss, ging an die Latte. Und dann in der zweiten Halbzeit schießt er nochmal die Latte an. Boah, was war das für ein Kackdreck, ja? Boah, scheiße, ja, das wär's gewesen. Das wär, weil es war alles in allem super, ja? Also, wir haben echt gut mitgespielt. Man muss auch einfach sagen, Hoffenheim war schwach. So wirklich gut am Start waren die nicht. Aber egal, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, was sie gemacht haben. Wir standen kompakt, ja. Wir haben sehr gute Chancen kreiert. Wir haben eigentlich, wir sind genauso zu Toren gekommen, wie was Eintracht Frankfurt halt die ganze Saison ausgemacht hat, ja. Über die Flanken, ja. Wahnsinnsflanke. Einmal links, einmal rechts, geile Flanken. Dann Kostic auch das zweite Tor vorbereitet. Chandler, geil, dass er getroffen hat. Wunderbar. Also Flanken haben es gebracht anscheinend. Wir standen kompakt, sind zu Toren aus dem Spiel gekommen, ist eigentlich wunderbar. Das Einzige, was, wo ich so gesagt habe, boah, ey, mach bitte das Dritte, denn
Lange Zeit habe ich mir keine Sorgen gemacht in der letzten Saison, wenn Eintracht Frankfurt mal geführt hat, ja. Aber jetzt in der Hinrunde dachte ich mir, okay, teilweise hat uns ja nicht mal eine 2-0-Führung gereicht, um Sieg nach 90 Minuten nach Hause zu bringen, ja. Deswegen dachte ich mir, oh, mach bitte das Dritte endlich. Und dann, ey, wie aus dem Nichts steht einfach der Costa irgendwo da vor dem leeren Tor gefühlt. Und ja, ich weiß nicht, was wer aus dem Publikum ihn da beleidigt hat, dass er den Ball dahin geschossen hat, um in der Hoffnung ihn zu treffen, ja. Denn ins Tor ging der nicht, ja. Da war sogar noch ein krasser Angriff in der ersten Halbzeit, ist mir gerade eingefallen, wo die irgendwie alle auf Abseits spekuliert haben, die Hoffenheimer, und dann, wir waren durch und dann ging das auch nicht rein, das Ding, ja. Okay, ja. Also ich möchte jetzt nicht meckern, wirklich, weil wir haben gewonnen. In der aktuellen Situation von Eintracht Frankfurt ist das einfach das Wichtigste. Arbeitssieg, aber auch ein verdienter, das ist jetzt kein Zufallsprodukt, ja. Es war ein verdienter Sieg, es war genauso, wie ich es vorher gesagt habe, 2-1, ja. Guckt euch meine Videos an, ja, wenn ihr mir nicht glaubt, ich bereite Eintracht Frankfurt immer optimal auf die Spiele drauf vor. Und seht ihr, kaum habe ich das Zepter wieder in die Hand genommen, ist der Dreier wieder im Kasten, ja. Gegen Leipzig wird das natürlich ein anderes Kaliber, da müssen wir anders an die Sache rangehen, da muss ich noch überlegen, wen ich schmieren muss bei Leipzig, damit wir das Spiel auch verdient gewinnen, ja, aber ich habe noch ein paar Tage Zeit bis dahin und werde meine Gedanken machen, ja. In dem Sinne, was sagt ihr jetzt zum Spiel, ja, hat es euch gefallen? Und sagt nicht nein, verdammte Bitches, denn es hat euch gefallen. Eintracht Frankfurt hat gewonnen, ja, wunderbar, Dost hat gestochen, Chandler hat gestochen, Kostic wieder unglaublich gut, ein verbesserter Gacinovic ist am Start, wir standen hinten wieder kompakt, Trapp hat sowieso seine Präsenz über das ganze Spielfeld ausgestrahlt, was geht besser, jetzt können wir echt noch einfach hoffen, natürlich sagen wir jetzt nicht einfach alle Probleme der Hinrunde sind jetzt nach einem so einem Sieg vergessen, nein, wir wissen alle, um unsere Schwächen oder um unsere Problemstellen, ja, noch haben wir ja knapp 2 Wochen Zeit, um uns zu verstärken, das muss auch sein, ja, hat ja Bobic und der andere da irgendwie, haben ja erzählt, Brun Larsen ist kein Thema. Ja, ich bin nicht traurig darüber, ganz ehrlich, ja. Was ich eher schade finde, ist, dass dieser andere Typ, der da bei uns gehandelt wird, dieser Tino, wie sagt man, Cadevere oder wie der heißt, wohl eher nach Frankreich irgendwo, nach, was habe ich, Lyon oder so gelesen, für 15 Millionen. Das ist, 15 Millionen ist natürlich eine Hausnummer, aber der hat auch eine krasse Quote, zwar in der französischen zweiten Liga, aber ey. Die Franzosen, die sind crazy, da geht einiges, ja. So, und was nicht geht, sind Parkplätze, merke ich gerade. Aber okay, wir werden schon einen finden. Jedenfalls, ja, Wahnsinn, liebe Leute, Wahnsinn. Was ein Spiel. Das hat uns doch unglaublich gut getan. Wir haben uns sehr gut erfreut, ja. Heute spielen die Bayern, glaube ich, können schön verlieren, ja. Das Problem ist einfach, was ich dann festgestellt habe, unsere ganze Konkurrenz hat auch gewonnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Mannschaften, die irgendwie schlecht für uns sind, gewonnen haben. Ja? Die vorne haben gewonnen, die Abstände wurden vergrößert, ja? Und die hinten, die Abstände sind gleich geblieben, so das Gefühl, oder? Verdammte Scheiße, wer hat denn für uns gespielt? Also jetzt, ja, ich sage es zwar ungern, aber jetzt müssen halt einfach die Bayern gewinnen. Gegen die Hertha, damit das wenigstens bleibt. Und Leverkusen, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn besser jetzt eurer Meinung nach? Ja, soll Leverkusen gegen Paderborn spielen, glaube ich, ja, sollen die gewinnen, damit Paderborn schön weiter hinter uns bleibt oder abfällt oder sowas, ja, oder soll Leverkusen nicht gewinnen, damit der Abstand zu Leverkusen kleiner bleibt, oder, ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist echt eine krasse Frage, ja, am besten unentschieden, eigentlich sollen alle unentschieden spielen, oder, das ist gut, einfach muss einfach alle Spiele gewinnen. Und die anderen sollen unentschieden spielen, ja. Wir werden es schaffen, liebe Leute. Wir kommen zurück, ja, die Mannschaft ist frisch. Wir werden dieses Jahr auch nicht mehr so viele Spiele haben. Also jetzt, die sind erholt, ja. Es sind nicht mehr so viele Spiele wie in der Hinrunde. Sogar wenn wir noch längerfristig dreigleisig oder zweigleisig fahren sollten, sind es nicht mehr so viele Spiele wie in der Dings. Wir können uns besser auf die Bundesliga konzentrieren, ja. Werden auch wieder mehr Zeit zum Trainieren haben und es wird wunderbar, liebe Leute. Ja, ich bin gespannt. Ja, macht euch keine Sorgen. Wie gesagt, ich bin zurück. Eintracht Frankfurt. Vielen Dank für diese wunderbare Leistung. Ja, für diese 3 Punkte, die wir unglaublich schnell gebraucht haben und auch weiterhin brauchen, um so früh wie möglich nichts mit da unten zu tun zu haben, wieder nach oben schielen zu dürfen. Und selbst wenn es am Ende der Saison jetzt nicht unbedingt wieder die Gala-Platzierung international werden sollte, aber dann wenigstens eine richtig ruhige
schöne, ja, Saison, wo man einfach sorgenfrei sagen kann, 8, 9, ja, 10, ja, so würde man sprechen, wenn man ein Loser wäre. Ich sage natürlich, geht nach vorne, Eintracht Frankfurt, Euroleague, mindestens, ja, alles andere kommt mir nicht in die Tüte, ja, so, ja, Eintracht, Euroleague, ja, mir ist scheißegal, was eure Ausreden sind, ich will in die Euroleague, und dafür werdet ihr noch laufen müssen, laufen, kämpfen, Tore schießen, gewinnen, ja, so machen wir das, Eintracht Frankfurt, ja, hier ist ein Parkplatz, es ist nicht der beste, ja, denn es ist eigentlich der schlechteste. Es ist einfach der am weitesten entfernte Parkplatz, den ich mir jetzt vorstellen könnte. Aber es ist egal. Ich habe keine Zeit. Ja? Ich muss den jetzt einfach nehmen und dann einfach auch gefühlt eine halbe Stunde zurücklaufen. Aber egal. Es, was sein muss, muss sein, Bitches. So, ja. In dem Sinne. Ja, verdammte Scheiße. Ich parke ja fast in einem anderen Stadtteil. Aber okay. Ey. Eintracht Frankfurt, ich liebe dich, ich liebe euch alle. Eigentlich hasse ich euch, aber heute liebe ich euch. Eintracht Frankfurt hat gewonnen, ich habe gute Laune. Ja. Schreibt zum Spiel, was ihr zu sagen habt. Schreibt mal eure Eindrücke, wie habt ihr das Spiel gesehen. Wie gesagt, ich war schon auf dem Geburtstag und abgelenkt. Ich habe zwar versucht, das Spiel zu gucken, aber lief die ganze Zeit irgendeine Apache-Musik. Wieso tust du mir das an? Die ganze Zeit muss ich hören, ja, während ich... wieso tust du mir das an? Ja, du bist so blöd. Ja, ich bin ein Mann, der dich nur verarscht. Wieso tust du mir das an? Ja, die ganze Zeit muss ich das hören. Die ganze Zeit haben die das gehört, ja. Aber ich gucke die ganze Eintracht Frankfurt, ja, ich konnte nicht alles sehen. Deswegen, sag mir eure, wie tust du mir das an, ja? Eure Meinung, ja? Und wieso tust du mir das an, ja? Okay, sagt mir jetzt eure Meinung zum Spiel. Eintracht Frankfurt, beste Mannschaft der Welt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, ja? Eintracht Frankfurt, Euroleague, ja? Was anderes kommt mir nicht in die Tüte. Tschüss jetzt. Ich hasse euch.